Ich habe mir jetzt diese Boje geschnappt. Die werde ich draußen platzieren, dass wir dann für unser Rennen so einen Anschlag haben, wo wir dann wieder zurückfahren können. Aber weil es jetzt so langweilig ist, einfach so mit Paddel rauszufahren, dann habe ich mir gedacht, ich baue mir jetzt einfach so einen richtig roughen, akkuschrauberbetriebenen Bootsmotor. Sammy, feel the rhythm. Das hier ist eine M12er Gewindestange. Die Fassung vom Akkuschrauber geht bis maximal 13 mm, also passt das perfekt da rein. Dann haben wir hier natürlich noch das dazugehörige Rohr, was ein bisschen breiter ist, dass man das da an der Stelle festhalten kann dann und dass die Gewindestange drehen kann und nicht die Hand kaputt macht. Und was auch ganz wichtig ist, was wir brauchen, sind M12er Sicherheitsmuttern mit diesem Plastikdring, dass sie sich nicht von selbst lösen können. Und dann haben wir noch Unterlegscheiben, dass das Material nicht rumratscht und irgendwie abschleift. Also eine Sache fehlt ja noch und das ist das Stahlblech, was am Ende unser Propeller wird. Das Stahlblech habe ich jetzt in 1 mm, weil alles drüber könnte man mit der Blechschere nicht schneiden und alles drunter wäre zu einfach zu biegen. Und dann habe ich hier jetzt noch Sprühkleber. Warum Sprühkleber? Weil ich mir im Internet so eine schöne Vorlage ausgedrückt habe von einem Propeller. Die klebe ich einfach da drauf und dann brauche ich nichts anzeichnen, sondern kann einfach mit der Blechschere an den Linien entlang schneiden. So, jetzt erstmal gut schütteln, dass sich alles da drin schön verteilt und dann schön gleichmäßig nicht auf einer Stelle irgendwie stehen bleiben, sondern wirklich die ganze Zeit schön mit Abstand Kleber auftragen und dann kann man das einfach so gerade an die Ecke schön aufkleben. Mit der Blechschere werde ich jetzt einfach an der Vorlage das Blech entlang schneiden. Das ist jetzt eine linke Blechschere, weil ich da das Blech auf der linken Seite habe. Dann würde ich jetzt einfach mal loslegen. Bei der Blechschere ist immer ganz wichtig, nicht komplett die Blechschere durchzudrücken, weil dann hat man immer Häkchen drin. Wenn man mit der Schere immer nur so ein kleines bisschen schneidet, dann geht es genau da in die Schnittkante rein, wo man vorher gewesen ist. Und wenn man die durchmacht, hat man da so eine kleine Dalle drin und da kann man sich dann auch dran schneiden. Generell kann man sich eigentlich an Blech schneiden, was man mit der Blechschere geschnitten hat. Zack. Dann haben wir jetzt eigentlich das fertige Antriebsrad so. Und dann müssten wir jetzt einfach so an den Linien nochmal hier einschneiden, darüber und diese Welle hier einfach mitnehmen, dass es bis zu der Rundung kommt. Dass wir hier so ein bisschen Spiel haben zum Aufbiegen. Jetzt muss man hier ein bisschen weniger ansetzen, dass man da um die Kurve kommt mit der Schere. Dann schneiden wir hier schön weit rein, dass wir relativ viel haben zum Aufbiegen. Das machen wir überall. Wenn man das jetzt nicht jeden Tag macht, die Handschuhe nicht vergessen. So, jetzt haben wir das Geschnittene. Sieht eigentlich auch schon fast aus wie so ein Propeller. Aber jetzt biegen wir das einfach gerade auf der Seite noch ein bisschen nach außen. So, gleichmäßig. Zack. Und die anderen Seiten so ganz, ganz leicht nach innen. Und so sieht das Propellerchen aus. Es hat hier die längere Wölbung und die kommt immer nach außen, dass das Wasser hier von der schmalen Kante immer schön weit weggetrieben wird. So. Zack. So, und ganz wichtig ist natürlich jetzt, dass wir da noch ein Loch reinmachen, was groß genug ist für die Gewindestange, dass wir das da dran schrauben können. Ich bohre in der Mitte jetzt erstmal ein Loch mit einem kleinen Bohrer, es geht schneller. Und dann geht es einfacher mit dem großen Bohrer durchzuziehen. Zack. Immer schön ohne Druck bohren, ist ganz wichtig. Wenn ich jetzt anfange, hier ordentlich Druck drauf zu geben, kann der Propeller sich anfangen zu drehen, weil er sich verkeilt. Dauert zwar ein bisschen länger, aber sicherer. Ein schönes mittiges Loch. Das Außenrohr, was wir festhalten, müssen wir ein bisschen abflexen, weil das genauso lang ist wie die Gewindestange. Und da müssen wir den Akkuschrauber fixieren und das Blatt drauf fixieren. Also müssen wir da einfach mal so 10 cm abschneiden. 10 cm ist immer ein gutes Maß. Ich habe da so ein Augenmaß für. Und dann stecke ich das jetzt einfach mal da drauf. Dann habe ich oben schön was, wo ich den Akkuschrauber fixieren kann und unten schön was zum Schrauben. Und in der Mitte natürlich überall schön sicherheitshalber was zum Festhalten, wo das drin durchdrehen kann.
Unterlegscheibe mache ich jetzt drauf. Dann mache ich eine Sicherheitsmutter drauf. Das habe ich hier einfach perfekt ausgeschnitten. So, jetzt schraube ich das einfach mal, weil es ja Sicherheitsschrauben sind. Mit dem Akkuschrauber und einer Sicherheitszange, sage ich jetzt mal, weil da kann ich mich nicht schneiden, ich bin sehr weit unten, den Propeller fest. So müsste es eigentlich funktionieren jetzt. Jetzt die Stange da drauf. Und den Akkuschrauber. Das funktioniert ja super. Hier habe ich schon eine Sicherheit, dass ich mir nicht wehtun kann. Und würde sagen, dann ab damit ins Wasser und ausprobieren. Wir nehmen jetzt noch unser Paddel mit, dass wenn irgendwas schief läuft oder wir keinen Antrieb mehr haben, dass wir doch noch heimkommen. Und ab geht's. Was sagst du, Sammy? Das ist eine super Stelle, um die Boje zu platzieren. Finde ich auch. Angekommen. Also das mit dem Lenken muss ich noch mal üben. Also ich habe gegen Ende gemerkt, dass wenn ich das Ding vorne habe, beziehungsweise wenn ich das unter das Gerät quasi mache und dann anfangen Gas zu geben, ist es ja quasi wie als ob ich von einem Seil gezogen werde. Und da ist es dann einfacher. So, jetzt wisst ihr auch, wie so ein akkubetriebener Bootsmotor funktioniert. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, ob es bei euch vielleicht sogar ein bisschen besser geklappt hat.